Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Und ja, wir haben vom Rat eine Einsatzbesprechung bekommen, dass wir in ein kleines Fischerdorf gehen sollen. Allerdings, bevor wir das anfangen, möchte ich euch nochmal herzlich alles Gute nachträglich zu Weihnachten wünschen. Und ich hoffe, ihr habt ein gutes Fest. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, wie bei euch das Fest war, in die Kommentare. Würde mich interessieren. Jetzt aber erstmal das Schlachtfeld erkunden. So, unsere Quellen melden einen Zwischenfall in Neufundland, an der Küste oberhalb von St. John's. Ein Fischerdorf gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Außerirdische die Hand im Spiel hatten. Wir sollten ein Team hinschicken und nachsehen, was da los ist. Da machen wir natürlich sofort eins erschaffen. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ich habe nur Schwere dabei, oder wie? Schwer? Unterstützung? Schwer? Schwer. Wir entfernen mal den hier und machen dafür noch mal einmal Sturm rein. Also ist Sturm. Aha, wir haben gar nichts anderes mehr. Dann nehmen wir wenigstens einen Rekrut mit. So. Und dann bearbeiten. Die kriegen jetzt alle von mir die neue Rüstung, die wir gebaut haben. Mit einem zusätzlichen Kletterhaken wird es unseren Soldaten leichter fallen, an höhere Positionen zu gelangen. Jo, gar nicht schlecht. Okay. Der nächste bitte. Also, du bist die nächste, bearbeiten. Da, dich hier. Ich brauche dringend übrigens einen neuen Scharfschützen. Ich habe keinen Scharfschützen mehr, weil unser derzeitiger einziger Scharfschütze, den wir haben, in der Krankenstation rumgammelt. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet, deshalb müsst ihr entschuldigen, dass ich ein bisschen verschnupft klinge. So, aber dich auch noch hier. Okay, jetzt gucken wir doch mal. Wir haben einen Unterstützungs, wir haben zwei, drei Schwer und einen Sturm. Okay, und einen Rekrut. Dann sagen wir mal Einsatz starten. Ach, Entschuldigung, Leute. Strike One, bereit machen zur Landung. Beginne den Angriff. Operation. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Operation Rachgieriger Rächer. Wow, was für ein Name. Das Fischerdorf zeigt immer noch keine Anzeichen von Leben. Wir wissen nicht, inwiefern die Aliens darin verwickelt sind. Ebenso wenig, ob es Widerstand gibt und welche Art. Extreme Vorsicht wird geraten. Einsatzziel, untersuchen dieses Schlachtfeld, identifizieren und eliminieren sie jeglichen Widerstand. Okay. Commander, wir sollen verdächtige Aktivitäten in der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Neues Ziel erhalten. Okay. Untersuchen Sie das Schwinden des Einsatzteams. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier diesen Kletterhaken als neues Thema. Okay, auch nicht schlecht. So, du bleibst mal hier in Sicherheit. Schnellposten. Sollten wir ins Lagerhaus rein? Du gehst jetzt erstmal sicherheitshalber hier. Geht in Ordnung. Aus. Okay. Packen wir es an. Du bist mein Rekrut, genau. Und Blackoff. Du gehst hier mal hin. Aus. Und Gonzales. Speedy. Du
Rückt zwei bis dahin vor. Hört ihr das? Ja, wir hören's. So. Und wir hören noch was anderes. Okay, dann schleichst du dich mal ganz vorsichtig hier bis hierhin. Mach mich auf. Und gibt's Feuerschutz. Auf dem Weg. Bin unterwegs. So, wir ziehen die jetzt langsam nach und nach ran. In Bewegung. Weil ich möchte möglichst wenig Leute verlieren. In der Nähe treiben sich Zombies rum, Strike One. Die Chrysaliden können also auch nicht weit sein. Wir müssen schleunigst herausfinden, wo die Dinger herkommen. Wir haben ein neues Ziel. Ja, was ist? Finden Sie die Quelle der Verseuchung. Okay. So, dann bleibst du jetzt hier bei Scharfschützenmodus. Du gehst hier hin. Gehe in Position. Und auch... So, wir lassen jetzt die Zombies einfach kommen. Weil eventuell kommen die Kristalline gleich hinterher. Ist ausgeschaltet. Was witzig ist, der Zombie hat mehr Lebenspunkte als wir. Das ist doch auch was schief gegangen. Okay, wir müssen jetzt hier... Gefallen der Zombie. Wir ziehen jetzt einen hier rein. Im Raum. Sicht. Okay, ein weiterer Zombie. Oh je. Ja, finde ich auch. Ihr könnt echt nicht zielen, Leute. Position bestätigt. Aus. Denkt an die Kristallinen. Bin dran. Ich mach mich los. Müssen dabei ein bisschen die Kamera drehen. So. Da kommst du hier unterwegs. Hin. Dann lasst sie kommen. Ja. Schon mal nicht schlecht. Wir brauchen halt stärkere Waffen bald. Dringend. Der läuft direkt vor die Flinte rum. Der läuft dir direkt vor die Flinte und du bist im Verteidigungsmodus und machst nichts. So, jetzt hier wenigstens. Der lebt immer noch. So, jetzt lasst mal die Schrottplatte her. Feind ausgeschaltet. Ja, ist denn heute schon Silvester oder wie? Bei dem Feuerwerk. Position bestätigt. Ich bin zwar kein Fischer, aber mit diesem Hai stimmt etwas nicht. Okay, 5. Mal gucken, wie euch die Granate hier schmeckt, Jungs. Die sind relativ unbeeindruckt von der Granate. Okay. Kommen wir bis dahin? Nein, da kommen wir nicht.
in Bewegung. Schaffen wir es jetzt von hier aus? Ja. Aber ich darf nicht. So ein Blöd. So blöd. Daneben geschossen. So, aber... Ups, nein. Aber du darfst doch, oder? Du bist nah genug dran. Nein, du bist auch nicht nah genug dran. Achso, nee, warte mal. Hallo. Du sollst schießen. Ja, schieß. So. Ziel im Visier. Okay, jetzt. Das Zielsystem ist wohl im Eimer. Ja, wie dermaßen im Eimer. Super. Das arme Fischerdorf. So, jetzt lass mal den Chef ran. Aber der darf natürlich auch nicht. Ei, ei, komm Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Hab verstanden. So halt. Erledigt. Der macht keine Probleme mehr. Wenigstens einer, der seinen Job versteht. Keine Bedrohung mehr. Dieses Alien stellt keine Gefahr mehr dar. Und jetzt haben wir noch einen Zombie. Das ist mal was Neues. Wir sollten Dr. Balen Bescheid geben. Aber ein einziger Chrysalid in einem Hai wird kaum gereicht haben, um diese Stadt zu überrennen. Halten Sie Ausschau nach allem, worin sich die Chrysaliden eingenistet haben könnten. Brauche Nachschub! Der steht immer noch. Hey, Langzacker mit aber auch. Ausgeschaltet. Okay. Dann nutzen wir mal die Verschnaufspause, um unsere Waffen nachzufüllen. Und dich ziehen wir jetzt mal hier runter. Okay. Mit Getöse. Wir haben schon wieder einen Gegner. Ach, hier unten, ja. Ah, wie schnell ist der denn? Bleibst du? Nein! Nein! Leute, egal was ihr jetzt gerade macht, ihr haut alles, was ihr habt, auf den Typen drauf. Rock'n'Roll. Du solltest doch nachladen. Muss schnell nachladen. Okay. Feuerposition. So, du gehst jetzt. Bis dahin. Und haust ihr die Kacke aus dem. Oder so. Und du hier.
gar keine Munition. Ja, das ist egal. Du lebst noch. So muss man das immer sehen. So, und du bleibst mal. Du lest jetzt mal nach. Fertig und bereit. Weil die nächsten Aliens kommen schon wieder. Okay, wir müssen aber weiter auf Erkundungstour gehen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen langsam mal hier runter. Okay, mit dir. Zielposition bestätigt. Gut, die Luft sieht hier einigermaßen friedlich aus. Luft sieht friedlich aus. Ich rede heute auch wieder. Ach, da ist ein Zombie. Dann mal sicherheitshalber. Falls der Zombie um die Ecke kommt. Fertig und bereit. Bin dran. Anti-Zombie-Maßnahmen einleiten, bitte. Bin unterwegs. Und Zombie kommt gleich um die Ecke. Ja, da ist der Zombie schon. Hallo, wir warten schon auf dich. Mir wird schlecht. Warum schießt keiner auf den? Ja, toll. Ziel ist noch aktiv. Ach nee. Bin unterwegs. Aber warum haben die nicht auf den Zombie geschossen? Der wäre da gerade ums Ecke. Ich habe doch... das regt mich jetzt auf. X-Ray ausgeschaltet. So, jetzt wissen wir, dass die Kristallinen auch aus Zombie schlüpfen können. Da war das wohl ein Zombie-Hai vorher. Jetzt schauen wir mal weiter. Bin unterwegs. Ja, hier sieht alles sauber aus. Keine weiteren Zombiehaie mehr. Bin in Bewegung. Okay, du bleibst mal da oben. Das heißt, es muss irgendwas hier oben sein. Gut, dann gehen wir mal weiter hier hoch. Okay. Ich mach mich los. Und wir decken hier auch alles ab. Okay, wir ziehen dich wieder langsam nach oben zurück. Im Eilmarsch. Und dich auch. Verstanden. Rücke aus. Okay. Ziehen wir dich mal hier hin. Darf jetzt ein bisschen scouten, nachdem unsere Sturm- und Drängerin draufgegangen ist.
Brücke aus. Brücke vor. Okay, und jetzt? So, hier geht's weiter. Position bestätigt. Und der letzte. In Bewegung. Gut, jetzt dürfen wir die wieder vorziehen und ich würde sagen, du gehst mal hier hin. Verstanden, Commander. Was wird da hinten im Weg? Ne, da ist nix. Okay, da scheint auch nichts zu sein. Ich werde sicher bereuen, zu dem Auto hingerannt zu sein, aber wir machen es jetzt einfach mal. Okay. Okay, weil nach hinten können wir nicht mehr. Können auch ein bisschen in die Richtung gehen. Aus. Verstanden, unterwegs. Okay, das scheint aber auch nichts zu sein. Dann gehen wir doch eher mal in die Richtung. Okay, wir nehmen immer noch nichts wahr. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Befehl bestätigt. In Bewegung. Eigentlich wollte ich ja, dass du außen rumläufst, aber okay. Unterwegs. Dieses Schiff ist nicht einfach auf Grund gelaufen. Es wurde regelrecht überrollt. Vermutlich ist das die Quelle unseres Chrysaliden-Problems. Wir können nur froh sein, dass es kein Kreuzfahrtschiff war. Okay, wir haben die Quelle gefunden. Und jetzt müssen wir dahin. Wo ist es denn? Wo sind wir denn? Hallo. Aha, okay. Wir müssen jetzt alle wieder dahin ziehen. Das dauert jetzt erstmal ein paar Runden. Bestätige. So, dann bleibt ihr mal hier im Feuerschutz. Während ich die alle anderen hier wieder mühsam darüber kare. Packen wir es an. So, du kannst maximal bis hierhin rennen. Dann machen wir das doch mal. Und dich ziehen wir hierhin. Bestätige. Rücke aus. Und ich habe jetzt gedacht, du rennst über das Auto. Aber nein. Rücke aus. So, wir müssen also noch auf diesen Kahn kommen irgendwie.
Schauen wir mal, wie nah wir an den Kahn kommen. Okay, wir sind auf alle Fälle schon mal hier. Das ist doch schon mal der erste. Die erste Kavallerie-Einheit haben wir schon mal hier. Ah, weitere Zombies. Yahoo! Das ist nicht gut. Weg da! Wegbleiben! Verstanden, los geht's! Okay, und dich, ja. Ich bin unterwegs. Schnellste Weg, den wir haben. Okay, ein Treffer noch, dann ist er weg. So. Position bestätigt. Irgendwie glaube ich, dass jetzt über diese kleine Brücke hier noch ein paar Zombies kommen werden. Deshalb bleiben wir die mal hier. So. Rücke vor auf angegebene Koordinaten. In Bewegung. Nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Bestätige. In Bewegung. Ich kümmere mich darum. Ziel bestätigt. Bewegung! Okay, wie rennt der jetzt rum? Aha, oben, runter und... Okay. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas, ich will Spaß. La la la. Okay. So. Es wird spannend. Wir es an. Ich würde sagen, wir haben die Quelle unserer Chrysalidenplage gefunden. Ach das ja? Sieht noch übler aus, als wir befürchtet hatten. Wenn die Chrysaliden diesen Wal als Nest benutzt haben, wer weiß, wie viel Nachwuchs sie dann produzieren konnten. Ach, das ist ein Wal. Okay, jetzt... Strike One, unsere Sensoren melden starke Aktivitäten aus dem Inneren dieses Schiffs. Sie dürften bald Gesellschaft kriegen. Aber ihre Bewaffnung reicht nicht aus für diesen Gegner. Wir brauchen einen Luftschlag. Wenn sie den Transponder des Schiffs reaktivieren, kann unsere Luftunterstützung sie orten und das ganze Ding vernichten. Ziele wurden aktualisiert. Okay, das heißt, wir müssen jetzt uns da hochkämpfen. Koste es, was es wolle. Wir müssen den Planeten retten. Und wenn wir Verluste in Kauf nehmen, das ist sowieso eine... Himmelsfahrtsmission bei diesen Kristallinen, die wir da haben. Ich gebe Gas. Da kommen sie. Oh, mehr Kristalline.
Mit Vergnügen. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Bin unterwegs. Dicht sich mal hier hin. Mein bester Mann. Oh oh, die schlüpfen. X-Ray neutralisiert. Mache mich auf den Weg. Okay. Wo setzen wir dich hin? Da die eh nicht mit Waffen feuern, brauchen wir im Prinzip auch nicht so großartig Deckung. Deshalb ist es dann nur wichtig, dass wir ein bisschen mehr Weglauf haben. Ich gebe Gas. Und tschüss. Kanone leer. Ah, Gott. Wie viel kommt da noch raus? Ich mach mich auf. Nee. Bestätige Befehl. Waffe leer. Ach, verdammt, das ist wieder so ein Hai, der gleich explodiert, oder? Ja, das wird natürlich dann noch besser. Position bestätigt. Keine Patronen mehr. Bin unterwegs. Erledigt. Okay. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil da der nächste Hai losgeht. Aber ich ziehe dich jetzt einfach mal bin bis dahin. Schon da. Ach, da kommt der nächste. Aber der ist Gott sei Dank auf der anderen Seite. Damit haben wir ein bisschen Verstauchung. Ich und meine große Fresse. Ich brauche Munition. Bereit. Ich bin bereit. Hat der gar keiner mehr Munition? Verdammt! Du hast noch Munition. Und tschüss. Jetzt hast du aber auch keine mehr. Rücke aus. Alles wieder im grünen Bereich.
Rock and roll. Feuere Rakete ab. Mal sehen, was sie dazu sagen. Okay, mal gucken, was sie dazu sagen. Da bin ich auch gespannt. Ich würde sagen, erstmal rennst du hier um dein Leben da in die Ecke. Und nimmst dir da von hinten aufs Korn. Wenn du treffen würdest. Mist, das gibt's doch gar nicht. Wo müssen wir da hin? Wie kommen wir da hoch? Bewegung, Bewegung, Bewegung! Da kommen wir gar nicht von. Ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen, verdammt! Also. Nein, 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 nein! Gott sei Dank habe ich das Geld ausgegeben für die bessere Rüstung. Hau ihn weg! Bedrohung eliminiert. So, wir müssen jetzt alle raus und gut, dass ich diese komischen... Haken mir gekauft habe, weil damit kommen wir jetzt hier hoch, oder? Fünf. Probieren wir es mal. Haken raus. Genau, du bist jetzt hier oben. Und damit kannst du jetzt hier schon mal... Brücke aus. Und die anderen kommt jetzt alle mal... Ah, jetzt ist der nächste Hai infiziert. Hier kommt jetzt alle sicherheitshalber mal schnell hier raus. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Okay. So. Und Verteidigungsposition. Und auch Verteidigungsposition. Ihr müsst jetzt so lange die Stellung halten, bis da oben da den Kontakt zünden kann. Hier. Was im Prinzip... Hallo? Jetzt sehe ich wieder nichts. Bin dran. So. Okay, jetzt müssen wir aktivieren. Hallo. Der Transponder des Schiffs ist aktiv und sendet. Sie müssen da weg, Strike One. In ein paar Minuten geht dort alles hoch. Wenn sie da nicht weg sind, sind sie so gut wie tot. Ziel wurde aktualisiert. Ah, ja, gut. Nicht, dass ich nicht so schon Stress hatte. Okay, Jungs. Jungs, ich komme. Bestätige. Haltet mir die Luft frei. Jungs. Bin unterwegs. Ja, das ist mal dann. Ja, das ist mal ein Riesen daneben. Totes Alien. Nächstes Mal kriege ich
Waffe leer. Oh oh. Oh oh. Nein! Leute. Wir sollten langsam aber sicher abhauen. Wo ist es? Rücke aus. Verstanden. Jetzt heißt es nur noch Hände in die Beine in die Hände nehmen. Und weg da, so schnell es geht. So schnell nur irgendwie möglich. Unterwegs. Ich gebe Gas. Ich sehe wieder nichts. Wo muss ich hin? Da ist ein Kristalliner, also. Unterwegs. Das war mein Lieutenant Zhang. Ach nee. Oh Mann. Nee, renn im Eilmarsch. Ziel bestätigt. Oh Gott, das wird so eine Katastrophe, die Folge. Da beginnt das nächste. Also im nächsten Jahr muss es besser. Oh nein, jetzt kommt ja auch noch ein Zombie zurück. Gott. Vergisst auf den Counter und jagt das Scheißteil in die Luft. Ich bin eh nicht mehr zu retten. Oh. Er ist tot. Hilfe! Sofort! Verdammt nochmal! Wo ist denn die Abholzone? Hier hinten, oder? Nee, wo ist jetzt die verdammte... Ah, hier. Okay, wir müssen nur so da wie möglich an die Abholzone. Im Eilmarsch. Hab's gehört. Wenn ich wenigstens zwei Leute retten kann, das wäre doch toll. Der ist so gut wie tot da drüben. Der ist in Panik geraten und konnte sich nicht mehr bewegen. Der kann nicht mal freiwillig mehr eine Granate ziehen, um die anderen in die Luft zu jagen. Er ist tot. Ah, das war McLaren.
Ja, ich glaube, alle, die auf der Krankenstation waren diese Folge über, die haben sich jetzt echt gefreut. Oh Mann. Das wird nichts mehr. Ah, ne Scheiße. Oh nee. Leute, rennt. Rennt. Unterwegs. Okay, dich haben wir gerettet. Jetzt noch du. Hier. Jawohl, Sir. Oh Gott, wenigstens habe ich 2 rausgeholt von 6. Oh Gott, ist das ist eine echte Katastrophe. Frohes neues Jahr! Unsere Soldaten opferten ihr Leben, um das unzähliger Zivilisten zu retten. Hätten wir dieses Nest nicht vernichtet, wäre die Lage völlig außer Kontrolle geraten. Die Sache ist schon so komplett außer Kontrolle geraten. Oh Mann. Also. Oh Gott. Hermine Granger, Alex Potter. Aber dafür ist zumindest der hier aufgeschrieben. Und gleich mal sehen. Ah ne, 3 Tage. Okay, was wird. Ah, der wird ein schwerer Soldat. Okay. Du kriegst ja das Holoziel. Und. Du kriegst den hier. Ja, ich muss die wieder aufbauen. Also, super. Weitere Verleih. Internationale Ehrenkreuzplakette und Stadtkampfabzeichen. Wir haben. Okay, Party wurde verringert. Ich hoffe. Sie daran. Wir behalten sie im Auge. Schauen wir uns das mal an. Hangar, Lagezentrum. Nicht wirklich. Also Mexiko ist immer noch Panik, Russland. Aber es ist schon ein bisschen besser. Europa ist wieder gut. Russland da ein bisschen, hier Deutschland ein bisschen. Okay, aber das ist jetzt mal... Okay. Damit können wir leben. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Also wir machen heute keine Mission mehr. Das hat mir jetzt gereicht. Aber wir gucken mal, was als nächstes kommt. Und vielleicht... Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Viel größer als alles, was wir bisher kannten. Falls wir dieses Schiff angreifen, empfehle ich, unsere bestausgerüsteten Kampfjets einzusetzen. Wir haben nur 2 hier. Abfangjäger Schatten. Ah, es kommt echt knüppeldick grad. Bereit für Nahkampf. Satellitenunterstützte Zielauswahl. Bereit. Die machen uns kalt. Wir brechen ab. So, wir haben ja noch mal Bericht verlassen. Wir haben ja noch einen. Kontakt entdeckt. Greife Feind an. Unter starkem Beschuss. Haben Orientierung verloren. Okay, das wird nichts. Gut, nach Aktivitäten scannen dann einfach. Grabung abgeschlossen. Flugzeugtransfer abgeschlossen. Oh, wir haben Strahlwaffen. Neues Forschungsprojekt. Wir können Laserpistolen und Lasergewehre herstellen. Das ist doch schon mal etwas. Laserpistole annehmen. Annehmen. Dann Präzisionslaser. Die Alienwaffen scheinen. Das bauen wir noch. Okay. Und, yep. Nach Aktivitäten scannen. Das G-Labor, gucken wir uns das an. Ah, ja. G-Labore sind jetzt einsatzbereit. Okay. Weitermachen. Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Commander, das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen.
Sie müssen lediglich den Befehl dazu geben. Okay, Gelenlabor. Diese Einrichtung wird das Herzstück unseres genetischen Modifikationsprogramms. Unsere Soldaten werden völlig neue Fähigkeiten erhalten und auf dem Schlachtfeld effektiver kämpfen als jemals zuvor. Je mehr wir über die Genetik der Aliens in Erfahrung bringen, umso größer wird die Bandbreite der verfügbaren Modifikationen werden. Commander, das Genlabor ist jetzt voll einsatzbereit. Wir können jederzeit mit der genetischen Modifikation unserer Soldaten beginnen. Sie müssen lediglich den Befehl dazu geben. Okay, also wir sehen jetzt auf einmal, wie es funktioniert. Abduktives Knochenmark. Die Haltdauer von Verwundeten verkürzt sich um 66%, stapelbar mit schneller Erholung. Der Soldat regeneriert 2 Trefferpunkte pro Runde bis zum Trefferpunkt. Oh, das ist ohne Rüstung. Das ist nett. Die Meldsubstanz war bei der Entwicklung von genetischen Modifikationen von unschätzbarem Wert. Aber bisher mussten wir uns auf die Veränderung von vorhandenen menschlichen Organen beschränken. Dank der neuesten Autopsieergebnisse ist es uns jetzt auch möglich, physiologische Komponenten der Aliens in unser genetisches Modifikationsprogramm zu integrieren. Vielleicht ist es ja zu viel verlangt von unseren Soldaten, aber es würde sie auf dem Schlachtfeld noch effektiver. So, wir gucken jetzt mal einfach an. Der Ratsbericht ist... Wir haben hier eine sichere Übertragung vom Rat, Commander. Okay, zum Lagezentrum. Dr. Shanes Bericht zufolge ist der Sender, den Sang uns gegeben hat, mit dem Navigationssystem eines Alien-Schlachtschiffes verbunden, das sich unsere Atmosphäre nähert. Shen glaubt, wenn wir eine Reihe modifizierter Sender einsetzen, können wir das Schlachtschiff vom Kurs abbringen, bevor es sein Ziel erreicht. Wir übertragen die weiteren Missionsparameter gleich an die Einsatzzentrale. Ja, Shen? Doch, Shen kann es glauben. Shen ist nicht tot. Shang ist tot. Okay, Start einsetzen, das wäre unsere Mission. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, allerdings erst in der nächsten Mission. Bis dahin macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, die Mission läuft besser als die letzte.